Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Noct wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Ach, dann war das doch Hammerhead, wo wir angefangen hatten. Okay. Ich war mir nicht sicher. Dann müssen wir auch noch eine Jagdaufgabe abgeben. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Okay, das mit dem Fragezeichen, ist das jetzt Tal ohne Wiederkehr? Kopfgeld, Jagdmarken. Ich glaube, das war die Aufgabe, die wir bekommen hatten. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir mit ihm sprechen hier. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Kor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ja, mit Cid sprechen. Müssen wir wahrscheinlich wieder für raus, oder? Ich habe eine Nachricht von Kor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Okay. Müssen wir jetzt nochmal mit ihm sprechen wegen der Aufgabe? Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Okay. Und wo? Irgendwo werdet ihr schon fündig werden. Sammelt einfach alles ein, was noch brauchbar aussieht. Okay. Und wo? Gut, das ist 1 Kilometer weit weg. Dann würde ich sagen, dass wir den Wagen nehmen, der eigentlich hier gestanden hat. Nee, der stand da. Okay. Vermächtnis. Obwohl... Nee, das ist aber Cid selber. Das ist nur, damit wir wieder zurückkommen, so wie es aussieht. Dann fahren wir jetzt erstmal dahin. Er hat ja gesagt, irgendwo sollte das Teil rumliegen.
Vielleicht finden wir das ja auch auf dem Weg. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Ich weiß, dass ich einkaufen kann. Ich will aber nicht einkaufen. Ich habe schon viel zu viel ausgegeben. Ich würde mal einfach sagen, für die Zukunft mache ich das so, wenn die Autofahrt wirklich länger ist und nicht gesprochen wird, dass ich dann ab der Stelle so einen kleinen Cut mache und das Ganze so ein bisschen zusammenschneiden werde. Damit das nicht zu lange dauert, bis wir wirklich von A nach B sind im Let's Play. Oh, links war irgendwas. Sag mal, Noct. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Ist schon dunkel, ne? Ja, komm. Du nagelst ja sonst eh nur rum. Also gut. Sauber, ab ins Bett. In Ordnung. Ich meine, es wird dunkel. Die Jungs sollen ja auch irgendwo wieder aufgeladen werden, wenn die mal gekämpft haben. Also, ja. Ob das die Siedlung ist, die Sid meinte? Die Leute sehen hier alle aus wie Jäger. Kommt, hören wir uns um. Was für ein Schrott. Prinz Noctis, ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Monika, wo sind die anderen? Viele von uns sind in Insomnia gefallen. Wir haben alles getan, um Iris zur Flucht zu verhelfen. Dustin gibt ihr Geleitschutz. Sicher sind sie mittlerweile in Lestalum angekommen. Vielen Dank, dass ihr ihr geholfen habt. Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Ja, ich kann trotzdem noch. Möchtet ihr euch von der Weiterreise vielleicht etwas ausruhen? Der General wartet am Königsgrab, nicht weit von hier auf euch. Ja, dann ruhe ich mich halt nicht aus. Was ist denn das? What? Was zur Hölle ist das bitte? Kann man da irgendwas mitmachen? Das sieht aus wie ein Stoßzahn oder so von dem Viech von eben. Wurden als Zeichen der Trauer landesweit Seelblüten aus Tenebrae aufgestellt. In Scharen strömen die Trauernden. Sollte man draußen nach Sonnenuntergang also Schutz in Refugien suchen? Unbedingt. Dazu raten wir dringendst. Obwohl die Kanagi bedauerlicherweise von uns gegangen ist, schützen ihre Runen noch immer vor Angriffen. Auch während der 4 Jahre, die zwischen Königin Silvas Tod und dem Amtsantritt Luna Freyas lagen, bewahrten sie ihre Kraft. Unsere Jäger überprüfen die Refugien regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und würden bei Problemen sofort Alarm schlagen. Nun zu den Erdbebenmeldungen der Region Daska. Seit jeher haben Positionsänderungen Titans dort in unregelmäßigen Abständen kleinere Beben ausgelöst. Doch in letzter Zeit haben sowohl die... Na gut, das müssen wir uns jetzt nicht mehr anhören. Wärst du so nett, mit mir zur Schanze zu kommen? So kenne ich dich ja gar nicht. Vor den Siechern hast selbst du Angst, was? Nee, vor den Spinnen. Sei ein Gentleman und lauf für mich durch diese widerlichen Netze, ja? Boah, das hätte ich jetzt nicht hören müssen. Das ist doch eklig. Ja, irgendwo soll man hier eigentlich ein Zimmer nehmen können. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau wo. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Ja, ich weiß. Aber wo? Ja, machen wir Pause.
Dann sagt mir doch, wo wir schlafen können. Können wir hier vielleicht einbrechen und da schlafen? Können wir tatsächlich. Okay. Wohnwagen, EP-Bonus, aber kostenpflichtig. Hotel, hoher EP-Bonus, aber vergleichsweise teuer. Camp, positive Zustandsveränderung durch Gerichte und kostenlos. Ach so. Ah, Moment. Nein, nein, nein. Können wir irgendwo hingehen, wo wir dann campen können? Das ist jetzt die Frage. Vor allen Dingen, wie kann ich campen? Das, also, wir haben ja eben, konnten wir ja einfach so draufdrücken und dann haben wir gecampt. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt... Hallöchen. Was kann man denn bei dir einkaufen? Oh, nee. Nicht schon wieder die teuren Heiltränke. Oder muss ich mit dir reden und wir campen dann? War das so? Nee, er haut ab. Lauf doch nicht alle weg. Ich will doch nur campen. Auch so eine Scheiße. Ich weiß aber nicht mehr wie. Kann ich das? Fertigkeiten, Talente. Aufgaben. Ja, als Aufgabe haben wir das leider auch nicht drin. Also ich meine, man musste eben... Moment, bleib mal stehen. Mach mal den Balken da weg. Ich kann nichts lesen. Sprinten, Karte, Menü. Erntestelle. Kann man da auch reinzoomen? Ja. Eisquelle. Ach, das sind Erntestelle, Eisquelle für Elementarmagie. Ah. Da oben ist das Grab. Ich würde ehrlich gesagt jetzt schon gerne mal die Sachen einsammeln, aber wir haben dann das Problem, dass wir wahrscheinlich dann überfallen werden. Unterkunft, Wohnwagen. Ja, können wir denn sonst hier nichts machen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir uns jetzt irgendwo hier hinstellen können zum Campen, weil einen Wohnwagen können wir uns nicht leisten, bin ich ganz ehrlich. Hm. Aber hier draußen können wir offensichtlich jetzt auch nicht campen. Das ist jetzt blöd. Entweder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch, wovon ich jetzt mal ausgehe. Hm. Ach genau, so ein Lagerfeuer haben wir beim letzten Mal angeklickt. Das können wir aber nicht anklicken. Aber es ist schon der nächste Tag. Vielleicht brauchen wir uns gar nicht mehr auszuruhen. Da hinten liegt aber noch was. Geh mal aus dem Weg hier. Ein Heiltrank, sehr schön. Da hinten ist auch noch was, sehe ich gerade. Gerade dachte ich, ich hätte mich an das Jägerleben gewöhnt. Da trug man mir einen vermissten Bergsteiger zu retten auf. Leider handelte es sich bei dem Berg um einen Vulkan. Ein falscher Tritt und ich wäre in einen Lavapool gerutscht. Verlaufen habe ich mich natürlich trotzdem und ich wollte schon fast kehrt machen, als ich wie durch Zufall auf den Vermissten stieß. Zwei ganze Tage hat der arme Tropf mit verstauchten Beinen seine Rettung geharrt. Okay. Wir haben ein neues Rezept erlernt. Oh, es ist doch nicht heller geworden, hä? War das jetzt nur wegen dem Feuer? Ich glaube, hier ist der Rest des Tieres gerade. Können wir hier hinten vielleicht irgendwo campen? Also, ich bin mir sicher, dass wir auf ein Feuer gedrückt haben, was wir gesehen haben, wo wir dann gecampt haben. Aber ich sehe hier kein Feuer. Das ist jetzt gerade mein Problem. Mit denen können wir noch interagieren. Die Kraft des Avatars erhalten. Ab jetzt kannst du Noctis Aussehen verändern. Oh, ich hoffe jetzt nicht. Ah, weiblich? Cool, da werde ich mich jetzt mal ein bisschen durchwuseln und euch gleich wieder hinzuschalten. So, ich habe sie jetzt soweit fertiggestellt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich mit ihr spielen kann oder nicht. Ich klicke mal einfach auf Fertigstellen, mit diesem Charakter beginnen. Ja, gib deinen Namen ein. Da gebe ich natürlich Gameplayerin ein, zumal ich versucht habe...
Ja, das R ist drin. Zumal ich versucht habe, das auch einigermaßen nach mir einzustellen. Klar, ich sehe jetzt nicht so japanisch aus, aber und ich habe die Spitzen nicht hell. Aber ansonsten ist es ja okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt mit ihm weiterspielen oder ob wir jetzt mit ihr weiterspielen. Ja, krass. Die Kraft des Avatars lässt Menschen glauben, dass die veränderte Person immer so ausgesehen hat. Daher verhalten sie sich wie gewohnt. Okay. Wenn Noctis aufgeregt ist oder das Bewusstsein verliert, erlangt er möglicherweise sein ursprüngliches Aussehen wieder. Das Aussehen deines Charakters kann über das Hauptmenü geändert werden. Okay. Die Kraft des Avatars lässt dich auch spüren, wenn andere von verschiedenen Welten aus ihr schöpfen. Mit dem Internet verbunden. Der Status anderer Spieler wird auf deinem Bildschirm angezeigt. Was? Was für andere Spieler? Die Optionen Benutzerwertgegenstände und Benutzerfoto sind jetzt verfügbar. Details dazu findest du im Hauptmenü unter Online. Gehe dort zu Benachrichtigungen. Der Name des verbundenen Servers? Was für Server? Das ist ein Einzelspiel. Und das Symbol werden beim Spielen online links oben angezeigt. Wieso online? Du kannst Online-Inhalte nur verwenden, wenn du mit dem Internet verbunden bist. Wenn du offline spielst oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden, sind diese nicht verfügbar. Während Online-Inhalte vorübergehend nicht verfügbar sind, wird Servername nicht verfügbar angezeigt. Solltest du die Verbindung während des Spiels verlieren, wird das Servername anzeigen, dass du offline bist und das Symbol verschwinden. Nach einer gewissen Zeit wird ein Versuch zur erneuten Verbindung vorgenommen. Habe ich mich jetzt online eingeloggt oder was? Kann man das jetzt doch mit anderen spielen? Also soweit mir bekannt war, ist das ein ganz normales Offline-Spiel. Ich meine, ich fand es jetzt ganz cool, dass wir hier mal die Optik ändern konnten. Aber was soll der Quatsch jetzt mit dem Online? Das verstehe ich irgendwie nicht. Hier steht was mit Online. Details der Online-Inhalte einsehen. Hier findest du Informationen zu Online-Inhalten. Schau immer mal wieder vorbei. Täglich neue Infos gepostet. Okay. Hier kannst du die Mitteilungen zu diversen Neuigkeiten und Informationen zu Online-Inhalten ansehen. Ich will aber nicht online spielen. Ja, das ist jetzt wieder scheiße, weil das hat mir jetzt nämlich vorher keiner gesagt. Avatar. Avatar-Erscheinungsbild. Ursprüngliches Aussehen wiederherstellen. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, das ist ja mein Avatar. Ich meine, das ist ja okay. Aber ich will halt nicht online spielen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Ich soll rechts drücken. Modell, Waffe, Hauptspiel, Rüstung. Mehrspielerweiterung Gefährten. Ich bin jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen entsetzt, ob ich mir das jetzt versaut habe und ich das jetzt online gestellt habe, um mit anderen zu spielen. So hört sich das nämlich jetzt an. Die Aufgaben sind immer noch die gleichen. Da müssen wir noch nach dem Vermächtnis gucken. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen... Ja... Ein bisschen irritiert und die. Ja, gut, ich bin auf Server Avataria. Das stand vorher, glaube ich, nicht drin. Ich weiß aber jetzt nicht. Einstellung kann ich ja auch nichts ändern. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt wieder offline komme. Ob das jetzt so gespeichert wird, wenn ich jetzt den Charakter, also mein Avatar quasi wieder anders einstelle. Meine Galerie sind dann die Bilder, denke ich mal, ne? Fotos und so weiter, ja. Aussehen ändern. Achso, das ist jetzt unter Gameplayern gespeichert, okay.
Neuen Avatar erstellen, männlich. Ja gut, online würde ich dann weiblich spielen, aber ich möchte halt nicht online spielen. Deswegen bin ich jetzt wirklich doch sehr entsetzt gerade. Ich würde sagen, dass ich hier erstmal wirklich einen kleinen Cut mache und dass ich mich erstmal darüber informiere, was der ganze Quatsch jetzt hier soll, weil das ja eigentlich ganz normal ein Offline-Spiel ist, wofür man, okay, vielleicht die Steam-Verbindung braucht, das kann sein, aber was man halt ganz normal spielen kann. Ich fand es jetzt ganz cool, dass ich mich jetzt ändern konnte, auch wenn jetzt die Klamotten, ja, für den Arsch sind, weil die halt nur diese Klamotten hat oder so ein komisches T-Shirt, was halt scheiße aussah. Aber ja, ich bin jetzt halt wirklich sehr negativ berührt gerade, dass ich jetzt nicht so das Spiel weitermachen kann, sondern dass ich anscheinend, da stand jetzt gerade irgendwas, dass sich irgendjemand bewegt hat oder so. Da läuft irgendwas. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass die einen jetzt nicht angreifen oder sowas. Ja, ich... Da hinten läuft einer. Okay. Das macht mir jetzt gerade wirklich sehr große Sorgen. Ich würde sagen, ich mache jetzt wirklich hier erstmal einen kleinen Cut. Guck, dass ich vielleicht irgendwie wieder hier aus diesem komischen Modus rauskomme. Und ja, wir sehen uns dann in... Keine Verbindung zum Internet. Das wäre schön, aber die laufen trotzdem alle um mich rum. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.